jetzt mittlerweile zum zweiten Male bei der Schader Stiftung eingeladen worden. Beim ersten Termin ging es darum, Fake News oder Falschmeldungen im Netz näher zu beleuchten. Heute geht es im Zusammenhang mit der Nutzung der deutschen Sprache innerhalb der sozialen Netzwerke und gegenüber Fake News. Also wie drückt sich deutsche Sprache aus? Spielt sie dort überhaupt eine Rolle oder spielen primär Inhalte in sozialen Netzwerken eine Rolle? Als im Ausland lebender Deutscher habe ich einen ganz anderen Blick mittlerweile auf das Gebilde Heimat und auf das Gebilde Deutschland bekommen. Ich habe gelernt, eher ein Europäer zu sein in den letzten Jahren. Deutschland definiert sich für mich ganz klar auch über die Sprache, aber der Sprachraum Deutsch hört ja nicht nur bei Deutschland auf, sondern geht auch über die Grenzen hinaus. Und gerade durch die Arbeit in sozialen Netzwerken habe ich bemerkt, dass Deutsch wirklich eine Sprache in dem Sinn darstellt und nicht nur allein auf ein Staatengebilde zurückreduziert werden kann. Grundsätzlich würde ich jegliche Art von proeuropäischer Arbeit begrüßen. Also Europa sehe ich als ein Konstrukt für die Zukunft, als etwas Wichtiges für die Zukunft, um einen Pol, auch den die Welt braucht letztendlich, dass man nicht nur eine USA, ein Russland hat, sondern Europa auch als starkes Staatengebilde dazwischen aufgehen kann.